Sternchen. 10 Dinge, die Teenager auf keinen Fall tun sollten. Deine Teenagerjahre haben es in sich. Du musst mit so vielen Dingen klarkommen. Schule, Hausaufgaben, Freunde und Freundinnen, Familie, Veränderungen in deinem Körper und noch so viel mehr. Vielleicht hast du mit zwischenmenschlichen oder persönlichen Problemen zu kämpfen, während du versuchst, dein Leben so gut wie möglich zu leben. Der Weg steckt voller Stolperfallen, aber den schwierigsten kannst du ausweichen. Bleib dran, um zu erfahren, welchen Dingen du während deiner Teenagerzeit lieber aus dem Weg gehen solltest, damit du dich auf ein glückliches und gesundes Leben konzentrieren kannst. Und vergiss nicht, auf Abonnieren zu klicken und die kleine Glocke zu läuten, denn so bleibst du mit uns auf der Sonnenseite des Lebens. Nummer 10. Isst nicht zu viel Fast Food. Burger, Fritten, Limo, Eis. Du musst dich nicht schämen, wenn dir gerade das Wasser im Mund zusammenläuft. Fast Food enthält alles, was unsere Körper lieben. Fett, Zucker und Kalorien. In gesunden Mengen sind diese Dinge gut für uns, aber nicht, wenn wir es übertreiben. Unser Körper liebt Fett, Zucker und Kalorien, weil sie uns mit Energie versorgen. Aber wenn wir zu viel davon essen, wird diese Energie als Fett in unserem Körper angelagert, was zu Fettleibigkeit führen kann. Fettleibigkeit erhöht die Risiken für medizinische Probleme wie hoher Blutdruck, Herzerkrankungen und Diabetes und sie kann noch mehr Auswirkungen auf deine Gesundheit haben. Abgesehen davon brauchst du dir keine Sorgen machen, dass du nie wieder Fastfood essen darfst. Es ist nur wichtig, diese Art Mahlzeit auf nicht mehr als einmal oder zweimal pro Woche zu beschränken. Den Rest der Zeit solltest du gesunde, selbstgekochte Mahlzeiten, Obst und frisches Gemüse essen sowie Getränke ohne Zucker trinken. Nummer 9. Geh nicht ins Solarium. Bräunungsstudios sind ein Beauty-Trick, den viele Leute sehr gern anwenden. Nichts sieht doch besser aus als gesunde, gebräunte Haut, oder? Naja, an Solarien ist leider gar nichts gesund. Stattdessen erhöhen sie das Hautkrebsrisiko. In Bräunungsstudios setzt du deine Haut einer UV-Strahlung aus, die dreimal so stark ist wie die des Sonnenlichts. Jedes Mal, wenn du dich auf die Sonnenbank legst, besteht eine Chance zwischen 20% und 67%, dass sich bei dir Hautkrebs entwickelt. Wenn du jünger als 35 bist und ins Solarium gehst, hast du eine 75% höhere Chance, ein tödliches Melanom zu entwickeln als eine Person, die noch nie dort war. Darüber hinaus schadet Bräunen deiner Haut mit der Zeit und verursacht ledrige Falten sowie dunkle Flecken. Wenn du wirklich schnell braun werden willst, sind die sichersten Methoden ein Bräunungsspray oder Selbstbräuner. Doch das Beste für gesunde und schöne Haut ist es, wenn du deine eigene Haut einfach so liebst, wie sie ist. Nummer 8. Schmücke deinen Körper nicht ohne Vorsichtsmaßnahmen. Ein Piercing oder ein Tattoo kann eine einzigartige Methode sein, um dich auszudrücken. Aber bevor du dir eins davon zulegst, solltest du gut recherchieren. Es gibt medizinische Risiken, die du beachten solltest. Entzündungen, Allergien und ungewollte Hautreaktionen sind nur ein paar davon. Vergewissere dich, dass der Tätowierer oder die Tätowiererin seriös ist und das Studio sauber und professionell. Finde heraus, wie der Vorgang abläuft, welche Risiken es gibt, ob du die Erlaubnis deiner Eltern brauchst und ob du überhaupt gesetzlich dazu in der Lage bist, dich tätowieren zu lassen. Nummer 7. Kleb nicht zu sehr am Handy. Social Media ist ein toller Weg, dich mit anderen Leuten zu vernetzen und dir eine Stimme zu verschaffen. Lass dich aber nicht zu sehr davon mitreißen. Vieles von dem, was dir in sozialen Netzwerken begegnet, spielt wahrscheinlich keine Rolle in deinem Leben. Und weil viele Leute sich dort auf trügerische Art und Weise präsentieren, scheint es, als ob es ihnen allen fantastisch geht, weshalb du dich schnell allein fühlst, wenn es dir nicht gut geht. Vergiss nicht, dass Zeit mit deinen wahren Freunden und Freundinnen und deiner Familie viel mehr bedeutet als eine bestimmte Anzahl von Likes. Nummer 6. Bleib nicht allein. Manchmal kann es sich anfühlen, als ob deine Probleme überlebensgroß sind und niemand anders sie verstehen kann. Vielleicht hast du mit Gruppenzwang im Freundeskreis, Belästigung an der Schule oder dem Alltagsstress des Lebens zu kämpfen. Das Schlimmste, was du in diesen Situationen tun kannst, ist, das alles für dich zu behalten. Negative Gefühle wie Angst, Wut und Traurigkeit sind dazu da, deinem Geist und deinem Körper mitzuteilen, dass etwas nicht stimmt und gerichtet werden muss. Wenn du dir diese Emotionen nicht eingestehst, hältst du an negativer Energie fest, was zu Depressionen, Angstzuständen, erhöhtem Stress und sogar körperlichen Symptomen wie Herzerkrankungen und Kopfschmerzen führen kann. Um das zu vermeiden, versuch dich den Menschen zu öffnen, denen du vertraust. Eltern, Verwandten, einem Seelsorger, Freunden und Freundinnen oder einer professionellen Therapeutin. Denk dran, dass jeder und jede Probleme hat. Und die Menschen, denen du etwas bedeutest, werden dir unbedingt helfen wollen, sie zu überwinden. Nummer 5.
mach nicht jeden Social Trend oder jede Challenge mit. Waschmittelkapseln essen? Keine gute Idee. Wenn du zu etwas herausgefordert wirst, das ganz offensichtlich gefährlich ist, tu's nicht. Manche der Pranks, die auf Social Media beliebt sind, erfordern sehr viel Wachsamkeit. Selbst wenn es den Leuten im Video gut zu gehen scheint, ist das keine Garantie für deine Sicherheit oder die deiner Freunde und Freundinnen. Andere Challenges drehen sich vielleicht um Schönheits- oder Frisurentrends. Es ist wichtig, sich von dem Druck zu lösen, den Social Media dir auferlegen kann und nur den Trends zu folgen, die dich wirklich glücklich machen. Benutz immer zuerst deinen eigenen Kopf, bevor du der Community im Netz folgst. Nummer 4. Mach dir keine Sorgen um dein Aussehen. Gut aussehen fühlt sich toll an, keine Frage. Ob du makellose Haut hast, gesundes Haar, perfektes Make-up oder gerade dein Trainingsziel erreicht hast, Aufmerksamkeit und Bestätigung für dein Aussehen sind eine Bereicherung. Aber Aussehen ist nicht alles. Selbst die glamourösesten Menschen haben es schwer mit ihrem Äußeren. Die Models in Magazinen und Werbeanzeigen oder die Charaktere in Serien und Filmen werden oft als extrem hohe Beauty-Standards dargestellt. Allerdings werden Redakteurinnen und Künstlerinnen dafür bezahlt, Leute schlanker, muskulöser oder attraktiver aussehen zu lassen, als diese Models, Schauspieler und Stars es tatsächlich sind. Keiner schafft das im wahren Leben, also versuch nicht mitzuhalten. Bau dir stattdessen ein positives Körperbild auf. Konzentriere dich auf das, was dir selbst an deinem Aussehen gefällt, was dein Körper tun kann und welche gesunden Gewohnheiten du pflegst. Denk dran, dass niemand perfekt ist. Lass dich von niemandem, inklusive dir selbst, mit Kommentaren über dein Äußeres herabwürdigen. Nummer 3. Fahr nicht mit anderen Teens. Okay, knifflige Frage. Was glaubst du, ist die Haupttodesursache bei Teenagern? Jeder Mensch begegnet in seinem Leben unzähligen Gefahren, doch die größte für Teenager scheint ziemlich banal zu sein. Es sind Autounfälle. Es gibt viele Faktoren, die einen Einfluss auf ein sicheres Fahren haben, aber einer, der die Chance eines tödlichen Unfalls deutlich steigert, sind Freunde und Freundinnen im Auto. Einer Studie der AAA Foundation for Traffic Safety zufolge erhöht sich das Todesrisiko eines 16- oder 17-jährigen Fahrers bzw. einer gleichaltrigen Fahrerin um 44%, wenn ein einzelner Fahrgast unter 21 dabei ist. Dieses Risiko verdoppelt sich bei zwei Passagieren und vervierfacht sich mit drei oder mehr Fahrgästen. Andere Studien haben Ähnliches für Fahrer und Fahrerinnen unter 19 gezeigt. Wenn dich also das nächste Mal ein Freund oder eine Freundin bittet, mitgenommen zu werden bzw. dir anbietet, dich mitzunehmen, sag, du wartest lieber darauf, dass deine Eltern dich abholen. Nummer 2. Am Steuer Finger weg vom Handy. Ein weiterer entscheidender Auslöser tödlicher Unfälle ist das Handy. Absolut entscheidend ist, dass niemand, Jugendliche genauso wenig wie Erwachsene, während des Fahrens das Handy benutzen sollte. Nicht auf die Straße zu sehen ist extrem gefährlich und nicht nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz, sondern auch in vielen anderen Ländern verboten. Doch was das angeht, sind Teenager besonders gefährdet. Verglichen mit Erwachsenen haben sie ein viermal höheres Risiko, einen Unfall oder beinahe Unfall zu bauen, wenn sie am Steuer telefonieren oder Nachrichten schreiben. Nummer 1. Fahr nicht zu rücksichtslos. Über Sicherheit am Steuer gibt es vieles zu sagen, aber hier kommt der letzte Tipp. Seien wir ehrlich, wenn du deinen Führerschein erst ein paar Monate hast, bist du einfach nicht erfahren genug, um perfekt und sicher zu fahren. Die gute Nachricht ist, dass du umso besser fährst, je mehr du fährst. Aber lass dir dein frisch erworbenes Selbstbewusstsein nicht zu Kopf steigen. Du magst dich wie der König oder die Königin der Straße fühlen, doch rücksichtsloses Verhalten wie Rasen, Schneiden anderer Fahrzeuge und Abbiegen ohne Blinker kann dich ernsthaft verletzen. Du hast außerdem die Verantwortung für sämtliche Leute in deinem Auto und die werden wenig beeindruckt sein, wenn du einen Unfall baust und sie in Lebensgefahr bringst. Pass auf dich auf da draußen. Also, Sonnenseite-Fans, wie geht ihr im Alltag mit diesen Tipps um? Lasst uns unten in den Kommentaren wissen. Vergesst nicht, dem Video ein Like zu geben, wenn es euch gefallen hat und auf Abonnieren zu klicken, denn so kommt ihr mit uns auf die Sonnenseite des Lebens. Wir sehen uns da.